神羅転生。Oh, Pikachu Story. Ich bin wieder in der Aris-Zelle und wieder einmal mit Erinnerungslücken. Ganz toll. Aber dieses Rätsel knöpfe ich mir ein anderes Mal vor. Mein aktuelles Ziel ist es, einen Blick auf das Büro des Direktors im ersten Stock zu werfen. Wenn ich mich recht erinnere, war dieses bei seinem Büro auch ein Lüftungsschacht. Der wird jedoch wohl kaum mit denen hier unten verbunden sein. Ich sollte mich im Erdgeschoss nach an diesem Schacht umsehen, der direkt ins Büro des Direktors führt. Vorher spreche ich lieber nochmal mit Lux. Danach kann ich immer noch Ausschau nach einem Lüftungsschacht halten, der mich zum Büro des Direktors bringt. Du hast mich aber ganz schön lange warten lassen. Und wie laufen die Ermittlungen? Sie laufen zumindest und mach dich mal etwas locker. Dieses Meisterdetektiv hier hat vor dir hat noch niemand enttäuscht. Meisterdetektiv, ich könnte schwören, das schon mal irgendwo gehört zu haben. Ach so. Okay. Mal sehen, wo soll ich als nächstes hin? In Luxas Zelle. Ach, da ist der Kuckmacher. Immer dieses... Am Anfang... Das Geräusch, wie es gegen Metall knallt. Das finde ich geil. Ja, das ist... Das ist aber auch immer so... Du ziehst wieder los, um auf Spurensuche zu gehen? Habe ich recht? Wäre diese Lüftungsschächte nur nicht so eng, würde ich dir gewiss zur Hand gehen. Lieb von dir, es ist nur ein Gedanke, der zählt. Wann sind wir hier endlich alleine? Das hängt ganz davon ab, welche Art von Informationen ich finde. Ich mache mich gleich dran. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei meinem Partner zu sein. Also lass uns das jetzt nicht hängen. Gott, wie habe ich dich noch Luxa nochmal vertont? Na, egal. Was gibt es? Brauchst du wieder meine Hilfe? Danke für das Angebot, aber die Lüftungsschächte bist du wohl eine Nummer zu groß. Mein Plan besteht darin, durch die Schächte bis in den ersten Stock zu kriechen und mich dort im Büro des Direktors ein bisschen genauer umzusehen. Gut, dann überlasse ich dir die Sache lieber dir. Ja, keine Sorge, ich schaff das schon. Oh, richtig. Als ich vorhin mit Tim gesprochen habe, habe ich ihn darum gebeten, für dich nach Magnalien zu sehen. Ah, ich danke dir. Hey, kein Ding, jetzt ist das Abwarten und bis Tim das nächste Mal zu Besuch hier und ist und mir über Bericht erstattet. Und dabei noch ein Tässchen Tee trinken. Okay. Okay. Mal sehen, wohin soll ich jetzt nächstes? Oi! Leparadas! Taromse! Leparada! I? Warum ist er denn immer so schockiert? Ist doch klar, dass die ihn und reinschleudern. Verstehe ich nicht. Also schön, nun bin ich im Erdgeschoss, aber leider nicht allein. Wieso treiben sich ausgerechnet hier nur so viele Polizisten herum? Wenn sie mich erwischen, lande ich direkt wieder in meiner Arrestzelle. Okay, wohin soll es gehen? Jetzt wieder ein Stealth gehen. Geil. Ja, sehr schön. Irgendwie scheint meine Kamera nicht richtig eingestellt zu sein. Sieht so aus, als sei ihr dort in der Lüftungsschacht. Dem Gebäudeplan nach müsste ich dieser Schacht genau in das Büro des Direktors gehen. Warte ich dann noch, also los, Muskeln, lasst mich bloß nicht im Stich, hört ihr? Nee, das ist ja direkt im Blickfeld des Polizisten, das macht keinen Sinn. Nein. Ich hasse diese Ansicht so sehr. Es ist wirklich schrecklich. So. Los, beweg dich. Beweg. Bist du gerade gegen den Tisch gelaufen?
Ja, das Spiel hat definitiv umgebackt. Masaka miskatschimau toa. Kso. Kore de akiramettari wa shinai kara na. Und auf ein neues. Ja, ich dachte, wenn was war denn das gerade? Ah, ich glaube, hier war ich drin lang. Ja. Smooth. Ja, dreh dich um. Was soll ich damals machen? Ja, was soll ich da machen? Das Spiel backt gerade darum. Aber das ist wirklich. Also, bis hierhin war Pikachu ja noch. Also, Meister Pikachu war noch gut, aber. Also, gut programmiert. So vom Laufen her, aber jetzt backt es ja gerade nur noch rum. Was ist das für ein Schwachsinn? Das war jetzt scheiße. Komm ich hier lang? Nee, natürlich nicht. Was auch Schwachsinn ist, weil ich so klein genug, ich eigentlich klein genug bin. Ich darf ihn wahrscheinlich nicht in so einem Blickfeld, sonst fängt er an rumzubacken. Nee, der backt da doch rum. Was soll ich denn machen? Da sieht man es doch. Was soll ich denn da machen? Hätte ich geschafft. Schätze mal, das muss ich irgendwie hochklettern. Hoffentlich führt dieser Lüftungsschacht wirklich im Büro des Direktors. Zum Büro des Direktors. Achso, ich hätte dahin gemusst, okay. Aber trotzdem, das ist wirklich, dass sie da rumwagen, finde ich schon schade. Endlich wieder draußen. Das hier muss wohl das Büro des Direktors sein. Sieh sich was meiner an. Anscheinend ist meine kleine Schleichanlage ein voller Erfolg gewesen. Was zu erwarten war. Schauen wir mal, was wirklich im Feld ist für das Butler. Der Tresor. Dieser Safe sieht ziemlich robust aus. Ohne den passenden Code bekomme ich den nicht auf. Aber wo soll dieser Code bloß sein? Ja, richtig. Ach, da ist ein Ditto. Da ist Ditto. Übt sich im Verwandeln. Ditto. Hey, du musst Ditto sein, von dem wir bereits so viel gehört haben. Hier hast du also die ganze Zeit über gesteckt. Wow, ein Pikachu. Du hast schon von mir gehört? Na klar, ich weiß alles über dich. Und ich habe sogar ein paar Fragen für dich parat. Wieso bist du hier? Ja. Was genau machst du hier, Ditto? Ich bin schon voll lange hier und setze Butler ein, um das Aussehen von ganz vielen verschiedenen Pokémon anzunehmen. Und Mr. Butler bittet mich immer, das in diesem Zimmer hier zu tun. Er sagt dann zu mir, transformiere dich in dieses Pokémon. Aber immer, wenn ich diese Butler einsetze, werden meine Gedanken irgendwie so schwammig. Deshalb kann ich mich nicht daran erinnern, was genau passiert ist. Du hast also auch nur Gedächtnisverlust, Ditto. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hey, Sekunde mal. Hat du vielleicht meine Gestalt angenommen und während sein Gedächtnisausfall die Fleckmann-Statue beschädigt? War vorhin noch irgendjemand in diesem Raum?
Eben, Mr. Butler war eigentlich die ganze Zeit hier. Und nur jetzt gerade nicht. Du bist also nicht das Partner-Pokémon von Butler, oder? Partner-Pokémon? Nee, meine beste Freundin ist Umilai. Herr Butler war es, der mich hierher gebracht hat. Er ist wirklich sehr nett. Butler und nett? So grimmig wie der immer guckt. Er macht immer viele Komplimente, wenn ich Butler einsetze. Sag mal, du hast deinen Umilai schon eine Weile nicht mehr gesehen, schon? Nö, aber ich nicht. Werde ich sie sehen, wenn ich noch ein Weilchen hier in diesem Zimmer warte? Das wird leider nicht passieren, du. Hierher wird sich dein Umilai ganz sicher nicht verirren. Da kannst du lange warten. Oh, ach so. Dieses arme Tattoo ist auch bloß ein weiteres Opfer. Ja. In diesem Raum steht ein Safe. Du weißt schon, dieser große Kiste. Jo, genau da drüben. Weißt du auch, was drin ist? Ich habe gesehen, wie Mr. Butler dort Papier rausholt und dann wieder reinlegt. Das macht er ganz oft. Und er singt jedes Mal so ein komisches Lied, wenn er die Kiste auf und zu macht. Ein Lied? Genau. 5-5-0-2-0. Also 5-5-0-0. Nee. 5-5-0-2-0. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Wenn ich. Nur bist du, wo ich gerade nicht schon verrate. Kleinen Moment, man sieht sich. Ich mache Pause ganz kurz. So, ist markiert. Habe ich schon aufgeschrieben. Safe. Okay. Das singt Mr. Butler jedes Mal, wenn er die Kiste aufmacht. 515-0200. So etwa? Ja, genau. So, du kannst es echt toll singen. 515-020. Alles klar, danke. Könnte sich um eine sechsstellige Zahl handeln. Ach, danke, dass du mir so toll geholfen hast. Ach, Ditto, wärst du so wohl so lieb und würdest dich kurz mal umdrehen? Huch, wieso? Klebt da etwas an mir? Tut mir echt leid. Ich hab's gleich. Schätze, ich bin nicht stark genug, um das Gerät von seinem Rücken zu lösen. Ich hatte gehofft, dass das entfernt werden zu können, um Ditto daran zu hindern, noch mehr schlimme Dinge zu tun. Wie? Hast du gerade was gesagt? Oh, nö, alles gut. Möchtest du noch was wissen? Ja. Hey, kannst du nochmal sein Lied singen, den Butler immer singen wird? Achso. Okay, gut. Ja, 515-020. Achso, na gut, hätte ich mir jetzt nicht aufschreiben müssen, ich hab's jetzt da. Das ist also Butler's Safe. Und das Lied, das der gesungen hat, muss wohl der Code sein. Okay, dann wollen wir mal diesen Safe verknacken und einen Blick hinein riskieren. 515-020. Hätte ich mir echt nicht aufschreiben müssen. Unnötige Arbeit. Super, das hat funktioniert. Mal sehen, ein Stapel Papier und einige Fotos. Hoffentlich hilft uns irgendwas davon hier raus. Sehen wir uns mal das Handbuch an. Auf dem Umschlag des Handbuchs sind einige dieser verfügbaren Gelder. Das sind dann darin geteilte, über deren Verwendung zu finden. Kontrollwürfel nennen sich diese Dinge also. Steht also der besondere Controller, mit denen sie die Würfel aus der Ferne gehen können. Wahrscheinlich hat man uns mithilfe dieser Controller aufs Dach spazieren lassen. Meine Güte, das ist ja überhaupt nicht verstörend. Sieht aus wie Papierkram. Die Anweisung enthält irgendeine Organisation, hat das an Butler geschickt. Und der Name dieser Organisation lautet Unitas. Unitas. Moment. Die Befehle darin sind direkt an Butler gerichtet. Was für eine Organisation ist das bitte, dass sie den Direktor des Pokémon-Schutzamtes einfach so herumkommandieren kann? Wer sind diese Unitas-Leute? Die Befehlsfrage soll Butler Pokémon einfangen und sie Unitas überlassen? Wie es aussieht, geschieht das sogar schon seit 6 Monaten. Letzten Monat sind die Zahlen allerdings stark eingestiegen. Kaum zu fassen, dass all diese vor meiner Nase geschehen ist, ohne dass ich etwas bemerkt habe. Schöner Detektiv. Hier werden Gegenleistungen erwähnt. Und es steht viel, viel Geld Butler von den Unitas erhalten hat. Diese Zahlung bekam Butler offenbar dafür, dass er die inhaftierten Pokémon an einen anderen Ort schickt. Da sind auch Fotos der Pokémon, auf die sie es abgesehen haben. Augenblick mal, das bin ja ich. Butler hat den Befehl, mich festzunehmen? Ja, wieso denn alles in der Welt? Wäre es schön, wenn auch irgendwas zu Unitas. Waren Absichten in diesem Papier stehen wieder. Oh, da ist ein Foto mit ein paar Menschen drauf. Diese Dame kommt mir bekannt vor. Ah, jetzt weiß ich das wieder. Das ist Jessica. Aha, Murloc und Jessica. Ah, jetzt weiß ich wieder. Das ist Jessica. Eine Freundin von Rachel, wenn ich mich nicht irre. Tim und Tara. Ich habe sie neulich im Café getroffen. Aber wieso ist Jessica rot eingekreist? Rachel sollte davon erfahren. Na nun, wer ist diese Frau neben Jessica? Und ist das da nicht Howard Myers? Bürgermeister Howard Myers und neben ihm? Das ist doch dieser Wissenschaftler, Murloc. Der Kerl, der mir immer von meinem Fell ausgerissen hat. Das ist ein Bericht von Butler an irgendwen.
Das schreibt Butler ziemlich ausführlich, wie er die Polizei dafür genutzt hat, um jede Menge Pokémon festzunehmen. Scheint, als hätte Brad zu besonders viel Festnahmen anstacheln können. Brad wird gar nicht begeistert sein, wenn er herausfindet, dass Butler ihn nur ausgenutzt hat. Außerdem schreibt Butler noch, dass Holiday ihm immer lästiger wird. Sieht aus, als hätte sich der Kommissar wiederholt gegen Butlers Methoden ausgesprochen. Das sind Schadensberichte, ausgefüllt von Opfern verschiedener Vorfälle, die angeblich durch Pokémon verursacht wurden. Dann beschreiben sie die Opfer, was für Schäden genau entstanden sind. Mal sehen, da hätten wir ein Pokémon, das Wertgegenstände gestohlen hat, ein Pokémon, das Sachbeschädigung beschuldigt wird. Moment mal, wieso gibt es keinen Schadensbericht dazu, was vor dem Blumenland passiert ist? Hieß es nicht, in Talion hätte die Blumen dort auszerstört? Ich sehe auch keinen Bericht über gestohlenes Essen. Da wurde Morpeko doch genau dafür verhaftet. Hat nämlich jetzt schon Pokémon willkürlich fest? Zu denen es nicht mal einen Schadensbericht gibt? Ich wünschte, ich könnte all das Tim zeigen. Aber ich kann mich wohl kaum mit dem ganzen Kram hier rausschleichen. Am besten reiße ich überall nur wichtigere Seiten raus. So sollte ich sie unter meinen Mütze verstecken können. Puh, das ließ sich auch schon mal ganz leicht aufsetzen. Damit hätte ich alle brauchbaren Sachen aus dem Safe. Ich mache mal wieder zu, damit es keinen auffällt, dass es waren hier. Warum hast du dir denn lauter Papiere in die Mütze gestopft? Sie sind irgendwie wichtig. Sind sie tatsächlich dort? Oder sollten wir dafür sorgen können, dass du Umilein bald wieder siehst? Oh, wirklich? Das freut mich sehr. Danke. Ja, du musst dir noch ein bisschen Geduld haben. Ich bringe dieses Papier jetzt erstmal in meine Zelle und... Huch, kommt da jemand? Yabai. Darika kuruzo. Asoko ni kakureyo. So, dozo. Natürlich, Merlock.君からの情報で宝石は無事に手に入れたよ。あとはあの女とピカチュウだ。探偵棒のピカチュウでしたら明日護送予定です。そうか。ミスは許されないからな。もっと金が欲しいなら女のことも頼むよ。お任せください。それじゃあコントロールキューブの様子を確認させてもらおうか。 わかりました。 バトラーと一緒にいたのは一体誰だったんだ? それに俺の護送は明日だって言ってたな。 急がないとまずいな。 まずいな。 Ich muss nicht unbedingt von diesem Gespräch erzählen. Ich soll mich auf seinen nächsten Besuch vorbereiten. Da. Abschnitt wieder abgeschlossen. Sehr schön. Ein Glück, dass sie uns den Besuch erlaubt haben, obwohl es so spät ist. Ja, schlimmstenfalls hätten wir auch morgen wiederkommen können, aber ich bin froh, dass sie so nett waren, uns heute noch reinzulassen. Und ich bin froh, dass du heute gekommen bist. Es gab da gewisse Entwicklungen. Oh. Was hast du Neues herausgefunden? Komm her, Tim, dann erzähl ich dir alles. Erstmal spreche ich kurz mit Rachel. Was hat Pikachu gerade gesagt? Dass es gewisse Entwicklungen gab. Ich bin nicht sicher, ob das nun etwas Gutes oder Schlechtes bedeutet. Alles ganz schön vage. Hört dir lieber schnell an, was er zu rechnen hat. Ja, schön. Oh. Was genau meinst du damit, dass es gewisse Entwicklungen gab? Offenbar haben sie vor, mich morgen an einen anderen Ort zu transferieren. Sie bringen dich fort? Aber wieso? Und wohin überhaupt? Keinen blassen Schimmer, aber ich schätze mal, in ein schönes Stadthotel mit Sauna wird es nicht sein. Ein schönes Stadthotel mit Sauna, das wär's doch. Auch wenn ich erstmal an diesem Ort bin, wirst du ihn bestimmt nicht mehr besuchen können, wie bisher. Das darf doch nicht wahr sein. Können wir jetzt dagegen nichts mehr tun? Beruhige dich, denn wir haben doch noch eine Chance. Aber zuerst muss ich dir eine Frage stellen. Hast du irgendwas über Brad herausfinden können? Ja, Brad schickt nicht hinter dem. Vielmehr hat er diese Vorfälle auf eigene Faust weiterhin so genau wie wir. Okay, in dem Fall könnten wir uns möglicherweise auf unsere Seite bringen. Meinst du nicht auch? Mit Brads Hilfe könnten wir hier morgen früh als freies Pokémon, rausbeschützen. Dafür müsste Brad sich aber offiziell gegen die Arbeit der Polizei stellen. Glaubst du, dass er so etwas machen würde? Du wirst ihm erklären müssen, was hier wirklich vor sich geht. Und dabei musst du so überzeugend sein, wie du nur kannst. Erzähle ihm, wer hier wirklich hinter all dem Vorfällen steckt und genau wie genau inszeniert wurde. Naja, um ehrlich zu sein, tappe ich hier noch wie vor im Dunkeln und manche Punkte betrifft. Ich fürchte, dass wir noch nicht genügend Informationen haben. Und wenn du Infos bist,
Wenn du Infos suchst, bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich habe ein paar handfeste Beweise auf der Polizeiwache gewonnen. Gehen wir sie gemeinsam durch und ziehen dann unsere Schlussfolgerung. Warte, Pikachu, hältst du wirklich für eine gute Idee, wenn du hier irgendwelche Beweise herausholst, die die Wache das doch so war? Hä? Herr Wachtmeister, sehen Sie nur, da läuft ein Pokémon. Was? Wo? Ich sehe keins. Hier drüben in der Ecke. Was? Moment, ich komme. Wow, Rachel ist echt auf Zack. Sie hat den Polizisten für uns abgelenkt. Das ist unsere Chance, Pikachu. Okay, hier sind ein paar Infos, Papier, die ich aus dem Safe im Büro des Butlers gefunden habe. Ja, des Butlers passt auch. Danke, sieht aus wie Seiten aus einem Handbuch für die Würfel für ein Gerät, verschiedene Schadensberichte und dann noch. Da waren vier Dokumente im Safe, denen ich jetzt nur die wichtigsten mitgenommen habe. Lies dir alles durch und zieh dann einen eigenen Schlussfolgerung. Ich habe ausreichende Informationen gesammelt, um die genügend Notizen. Wenn ich den Gedanken nochmal alles durchgehe, kommt die Sache in Grund. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja. So, wenn die Pokémon mit Hilfe einer Würfelfernkontrolle kontrolliert werden, muss dann Weg im Befehl zum Visier. Wir haben allerlei Informationen von den Bewohnern der Stadt gesammelt und haben die Beweise, die du im Büro des Hackers gefunden hast. Wir sollten versuchen, diese Methode zu erschließen, die der Täter benutzt hat, um Ditto-Befehle zu erteilen. Also, am Anfang hätten wir jemanden als zweiter Pokémon ein, um Befehle zu erteilen. An dem Tatort wurde nie ein Mensch gesehen. Der Befehl erteilt der Grund dafür, der einen Befehl erteilt. Der Grund dafür ist, dass Pokémon, das die Verbrechen begangen hat, seine Befehle von anderen Pokémon erhalten hat. Schwachsinn. Jemand hat sich als Opfer ausgegeben und Befehle erteilt. In den Fällen, wo keine Schadensberichte eingegangen sind, wurden die Befehle womöglich von jemand anderem erteilt, der sich nur als Opfer ausgegeben hat. In Wahrheit aber das Verbrechen funktioniert hat. Schwachsinn. Jemand erteilt Befehle mithilfe eines Controllers. Im Handbuch für Würfel für ein Gerät wird erwähnt, dass der sich mit dem Controller Befehle aus der Feinde erteilen lässt. Der Täter muss sich also nicht am Tatort aufgehalten haben. Laut dem Handbuch können wir die Geräte mit einem Controller ferngesteuert werden. Ich hätte erst gedacht, der Täter müsste bei dem Verbrechen direkt vor Ort gewesen sein, um die Toranweisung geben zu können. Aber wenn der Täter mit einem Controller aus der Ferne Befehle erteilt, das ist kein Wunder, dass die Zeugen niemanden am Tatort gesehen haben. Alles klar, ich denke, dass dann wissen wir, wie der Täter vorgegangen ist. Dass jemand an dem Fall beteiligt sein könnte und Pokémon Befehle erteilen konnte. Ja, das ist unser wahrer Täter. Der wahre Täter in dem Fall. Lass uns überlegen, wer wirklich hinter all dem stecken könnte. Also wir hatten als Haushalt Inspektor Brad McMaster. Brads Auflegungsrate bei Straftaten ist leicht zu erklären, wenn er derjenige ist, der dem Verbrechen geht und sie dann auflöst. Der wahre Täter ist also Brad. Direktor Will Butler. Direktor Butler ist der wahre Täter. Er wurde von der Organisation namens Unitas angewiesen, Pokémon zu fangen und diese an Unitas zu übergeben. Oder Kommissar Frank Holiday. Kommissar Holiday ist der wahre Täter, weil er mit Director Butlers Methoden nicht einverstanden war. Hat er die Vorfälle absichtlich inszeniert, um den Ruf der Pokémon-Sammlers zu schaden und dessen Schließung herbeizuführen zu werden. Natürlich ist es der Butler. Yes. Director Butler erhielt den Befehl, Pokémon festzunehmen und zu überführen und wurde zudem auch noch dafür bezahlt. Und diese Befehle habe ich im Büro des Direktors gefunden. Stimmt, dann kommt nur noch eine Person in Frage. Der Direktor des Pokémon-Schutzamtes Will Butler. Nun wissen wir, dass wirklich hinter all diesen Vorfällen steckt. Direktor Butler hat eine Art Controller benutzt, um Pokémon-Verbrechen begehen zu können. Ganz genau, und das musst du unverzüglich Brandon mitteilen. Es wird vermutlich schockiert sein, aber wenn du ihm Beweise zeigst, wird er alles verstehen. Und dann können wir Butler das Handwerk legen. Ich werde mein Bestes geben, aber solltest du nicht schon morgen an einen unbekannten Ort gebracht werden? Bist du sicher, wir schaffen das noch alles noch rechtzeitig? Du sagst das. Ich muss einen Weg hier finden, um aus der Polizeiwache zu fliehen. Genjuna Kibi. どうしたの、ピカチュウ。あ、マジか。あ。この手があったぞ。よっ。ピカッとひらめいた。え?ポケモンたちの力を合わせて脱出するぞ。やっとここから出られる。 Ich werde die Hilfe der anderen Pokémon brauchen, wenn ich hier rausbrechen will. Du meinst, Luxor und die anderen Pokémon hätten dich bisher unterstützt, aber du bist sicher, dass alles gut gehen wird? Natürlich, warte nur ab. Ich bin hier voll und komme nichts mehr raus. Und die anderen nehme ich dabei auch gleich mit. Wünsche mir Glück, Tim.
Oh, wo wir gerade von Luxor sprechen. Wir haben das mal klein getroffen. Wirklich? Wie ging es ihm? Es war verletzt und wir haben seine Verletzung behandelt, aber danach wurde es von der Polizei abgeführt. Oh, nun, ich werde Luxor davon erzählen. Danke dir. Morgen breche ich hier aus. Und die anderen bringe ich, wie gesagt, auch mit, einschließlich Magnein. Kann ich dir dabei irgendwie helfen? Sorg dafür, dass die Polizei außerhalb der Wache abgelenkt ist. Alles klar. Ich soll dafür sorgen, dass sich möglichst wenig Polizisten im Gebäude befinden, ja? Genau, das bietet uns Gelegenheit zur Flucht. Oh, und vergiss bloß nicht, Brad alles zu erzählen. Meinst du, Brad wird uns das alles glauben? Du hast die nötigen Informationen, um es zu beweisen, richtig? Ich bin mir sicher, das wird ihn überzeugen. Ja, wir könnten es zumindest versuchen. Ich wette, Brad ist noch an einem der Tatorte und wird seine Ermittlungen durchsuchen. Suchen wir ihn. Brad ist ja wirklich engagiert. Gut. Ich finde Brad an einem der Tatorte. Das kann man dann beim nächsten Mal machen. Ich würde sagen, ich lasse die Session hier mal so stehen und bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage noch Tschüss, hauen Sie an, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.